Herrlich. Einfach geil. Schauer. Props gehen raus an Truckstops in Amerika. Wir haben hier unser eigenes Badezimmer bekommen und gehen uns jetzt mal die Margarine aus den Haaren waschen. Kurzes Fazit, was ist das Beste an Gillette? Die Dusche. Also, die Stadt kann irgendwie nicht so viel. Hier hat man irgendwie das Gefühl, hier badet jeder im Kühlturm des Atomkraftwerks. Aber die Trucker-Dusche, die können wir sehr weiterempfehlen. Wir haben uns 50 Mal die Haare gewaschen. Also ich einmal und Janina 49 Mal, weil ich habe ja auch nicht mehr so viele. Aber jetzt geht's uns gut und jetzt starten wir unseren Trip in Richtung Yellowstone. Also wir haben gedacht, wir fahren in die Wärme, ne? Aber hier könnten wir jetzt einen Schneemann bauen, ohne Probleme. Es liegt hier einfach Schnee. Auf dem Weg zum Yellowstone Park ist ganz schön kalt. Moin. Das muss auch einmal hier festgehalten werden. Wir uns hier gerade befinden. Es handelt sich hierbei um einen Walmart-Parkplatz mit Vorgang. Ein neuer Tag, ein neues Glück. Wir haben unsere Nacht verbracht bei Walmart auf dem Campingplatz. Mit dem schönsten Ausblick bisher bei Walmart. Und nachher geht's das erste Mal in den Yellowstone Park. Ich habe vorhin geguckt, wir haben schon 1200 Meilen, das ungefähr 2000 Kilometer entspricht, abgerupft. Genau eine Woche ist rum. Und jetzt gucken wir mal, was uns heute so erwartet. We made it to Yellowstone National Park. Wir sind hier sehr Offroad unterwegs und haben hier gerade ein paar Stromschnellen entdeckt. Janina ist eifrig am Fotografieren. Sie meint bereits einen Bären gesehen zu haben. Dabei glaube ich leider, dass der Bär sich als Baumstumpf herausgestellt hat. Sie glaubt das auch. Oha! Ich glaube, sie macht ihr großes Geschäft. So sieht das nämlich aus. Das Wildlife ist nicht sicher vor der Hobbyfotografin. Woo! Auf geht's zum nächsten Point of Interest. Sag doch mal, was hier abgeht. Achso, hallihallo. Wir sind jetzt hier gerade bei den heißen Quellen und beim Yellowstone Park. Und hier gibt es das erste Mal, naja, mehr oder weniger Yellowstones. Also es ist ein bisschen grün. Und es stinkt hier richtig nach Arsch, Alter. Fuck. Wie wird denn dieser Place hier genannt? Hä? Ja, weiß ich gerade nicht. Sag du mal. Mud Volcano.
super angenehm. Weil ich auch im Krankenhaus arbeite, weil ich sowas rieche. Ich sag mal so, riechen tut's wieder Häme. Was ist denn hier gerade passiert eigentlich? Knock, knock. Es hat einfach an der Tür geklopft und an uns reingeleuchtet in das Auto. Und das war ein Cop, der uns gefragt hat, wie es uns geht. Und dann habe ich gesagt, es geht uns gut. Und dann hat er gefragt, ihr schlaft wohl hier. Und dann haben wir gesagt, ja. Und dann hat er gesagt, wir dürfen hier nicht stehen. Und dann hat er gesagt, und dann haben wir gesagt, wir benutzen Wikicams als App. Und dann hat er gesagt, Wikicams, zeig mal her. Und dann habe ich ihm den Spot gezeigt und dann war er mega nett. Und hat uns erstmal zwei Ideen, wo man außerhalb der Stadt stehen kann, gezeigt. Und da fahren wir jetzt mal hin. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Hier direkt vom Highway. Nach unserer gestrigen Begegnung mit einem sehr, sehr netten Polizeibeamten, kann man ja schon fast sagen, hat er uns netterweise auf einen Pullout, also eine kleine Raststätte rechts des Highways verwiesen. Und dort haben wir unsere gestrige Nacht verbracht, was sehr gut funktioniert hat. Wir mussten zwar die Türen, also wir haben aufgrund des Regens die Fenster oben gelassen, deswegen haben wir jetzt ungefähr einen Monsun an den Fensterscheiben unseres Autos. Aber jetzt machen wir uns startklar, ziehen uns einen Kaffee und dann geht's Richtung Bear Lake in den Süden, wo es hoffentlich nicht mehr schneit. Hallo! Hi! Sag doch mal, Bear, wo sind wir denn hier? Wir sind nördlich von Salt Lake City am Bear Lake. Und den zeige ich euch jetzt mal. Hallo! Hallo! Guck mal! Schön! Wir fahren jetzt gerade erstmal nach Logan auf dem Weg nach Salt Lake City, weil wir eine Dusche vertragen können und unsere Kleidung auch gewaschen werden muss. Wir haben die Nacht sehr gut verbracht und Malte wollte auch noch was sagen. Wir sind am Bear Lake gewesen. Das ist richtig schön. Und da fahren wir jetzt wieder richtig schön weg. Wo gehen wir hin? Wir gehen zu irgendeinem Damm. Irgendwo. Ich weiß nicht wo. Na dann, let's go. Also hier live und direkt vor einer etwas lauten Kulisse.